Geistertaxis auf der Straße, wie das funktioniert und ob der Dienst auch bald bei uns ankommt. Jetzt in unserem Wissens-Countdown. Im amerikanischen Pittsburgh testet der Fahrdienst Uber Geistertaxis ohne Fahrer. Wie funktionieren die autonomen Taxis? Mit einer Smartphone-App können 1000 ausgewählte Uber-Kunden auf Wunsch ein selbstfahrendes Auto bestellen. Die Fahrt erhalten sie kostenlos. Die Uber-Fahrzeuge sind neben GPS mit 7 Kameras und 20 Lasern ausgestattet, die die gesamte Umgebung durchgehend abtasten. So können die Autos auf ihr Umfeld reagieren. Bisher sind 4 autonome Taxis auf den Straßen, bald sollen 100 weitere folgen. Ihre Höchstgeschwindigkeit liegt zwischen 40 und 50 km/h. Wie sicher sind die selbstfahrenden Taxis? Ich glaube, ich würde das Ganze mal ausprobieren. Wenn die eigene Spuren auf der Straße haben, vielleicht schon. Solange die Technik da noch nicht ganz ausgereift ist und alles getestet ist, würde ich da nicht einsteigen. Uber will mit den selbstfahrenden Taxis vor allem die Zahl von Verkehrsunfällen minimieren, da diese zu 90% durch menschliches Versagen passieren. Die Systeme ermüden nicht und bleiben immer aktiv und haben durch ihre Vernetzung miteinander einen Überblick über den Verkehr. Auch wenn die Taxis den größten Teil der Strecken autonom fahren, sitzt trotzdem ein Techniker hinter dem Steuer. Im Notfall, zum Beispiel bei plötzlich schlechten Wetterbedingungen, soll dieser eingreifen. Wann gibt es das bei uns? Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Testphase. Dass selbstfahrende Taxis nach Deutschland kommen, gilt als sicher. Wann genau, ist aber noch offen.